grüße euch zu einer Sonderstaffel Ostergondel, die wir jetzt für 4 Wochen vom Krischberg im Silbertal senden. Und das dank der Familie Zudrell. Der Jürgen Zudrell steht schon neben mir mit dem Hansi Bandl vom Muttersberg. Und warum wir jetzt da sind und nicht am Muttersberg, das sehen wir im Laufe der Sendung. Jetzt möchte ich aber noch ganz was Nettes anbringen. Und zwar freut sich das ganze Ostergondel-Team immer ganz wahnsinnig, wenn wir E-Mails, Informationen kriegen. Und jetzt möchte mir mit dem Stichwort Schnee und Berg dem Herrn Johann Schneeberger aus Völz recht herzliche Grüße schicken, da vom Krischberg. Er schaut immer, wenn er Zeit hat, Ostergondel im Tirol und es freut uns ganz wahnsinnig. Vielen herzlichen Dank, lieber Johann Schneeberger. Er hat Familie in Vorarlberg, darum war es so, dass es die Sendung gibt bundesweit. Viel Glück und gesund bleiben. Und danke für Sie, Schalter, lieber Herr Schneeberger. Und jetzt kommen wir schon in Medias Res. Wir stehen in einem herrlichen Panorama da am Krischberg, wie immer. Jürgen Zudrell, wir haben jetzt Anfang Februar. Was läuft am Krischberg? Ja, dankenswerterweise dürfen wir natürlich mit der Krischbergbahn fahren und auch das Skigebiet haben wir in Betrieb. Und dann können wir die Leute, die etwas gerne rausgehen und das Panorama genießen, die Sonne und frische Luft, das auch machen, oder? Und da sportlich aktiv sein. Hansi, jo. Wir müssen unsere tolle Kulisse jetzt mal abgeben vom Muttersberg und dürfen in einer anderen tollen Kulisse im Silbertal drehen. Warum fährt die Bahn nicht? Die dürfen ja fahren. Ja, wir sind kein Skigebiet und keine Sportstätte in dem Sinne. Und dann ist es eigentlich kontraproduktiv, wenn man da Leute auf Deutsch rauffahren, wenn sie da die Möglichkeiten haben bei den Kollegen. Oder? Wobei, wie du richtig sagst, im Krischberg ist ein super Gebiet. Und Jürgen ist schon ein Partner bei uns, nicht nur bei der Karte, auch bei diesem Format da. Und das ergänzt sich so und das passt gut so. Hansi, traust du dir eine Prognose, sagen, wissen wir irgendwas aus der Gastronomie? Ja gut, wir wissen, dass sie nicht offen machen darf. Hast du irgendwelche Ahnungen oder Prognosen, sprich Visionen, wenn es weitergehen könnte? Gut, wenn ich jetzt eine genaue Prognose abgetätigt wäre, ich wahrscheinlich im Stab vom Herrn Sebastian Kurz dabei, aha, als Berater, okay, was ich gern wäre ab und zu, weil gewisse Sachen sind nachvollziehbar, gewisse schon. Aber ich persönlich meine, dass vor Ostern gar nichts passieren wird. Aha. Ich persönlich meine das. Also es würde mich wundern und freuen, wenn es vorher wäre, aber ich habe es so im Kopf programmiert, dass Ostern, dass es okay ist für mich. Vorher jederzeit gerne, aber ich glaube nicht daran, wenn ich ehrlich bin. Hansi, wie wird jetzt am Muttersberg bei Bludenz nützen, dass die Zeit nützt? Ihr Stand, haben die Mitarbeiter, was tut man irgendwas? Oder sind wir alle daheim? Nein, wir haben natürlich alle Mitarbeiter behalten, oder? Kein Entlassen ist logisch, weil man braucht es so zum Schaffen auch. Wir sind ja dankbar, ohne die Mitarbeiter geht nichts. Wir sind jetzt viel an Revisionen machen und haben jetzt zum Beispiel eine neue Brandmeldeanlage installiert, etc. etc. Das sind halt Arbeiten, die wir natürlich jetzt machen können. Und ja, die auf der Gastro haben jetzt alle Homeoffice und ja, ist halt so. Wir sind ohne ganz glücklich, aber was soll man machen? Ist so. Wie denkst du, geht es denn weiter, wenn jetzt du Visionär siehst, ab Ostra vielleicht, wie geht es denn weiter mit Maske, so wie wir es kennen, Abstand und so? Ja, ich glaube schon, dass es so weitergeht, weil das einzige Vernünftige ist eigentlich für mich nur der Abstand und das ein bisschen innehalten und nicht sich mit fremder Person von einem Rudel treffen. Und wenn man es mit der Maske und so, also es war bei letzter Sommer, hat tiptop funktioniert. Ich wüsste nicht, wo jetzt da große, weißt du, was für große Ansteckung, Gasgewerbe. Mhm. Also das hat tiptop funktioniert. Wir haben uns daran gehalten, gestern haben sie daran gehalten. Und das wird auch so weitergehen und das ist ja nichts Neues für Gäste. Also mit dem können sie umgehen. Zwischen dem ersten Lockdown und dem wieder im Herbst hat man Sommersaison jetzt so fahren können mit Maske, Abstand und so weiter. Wie ist das gelaufen in der Gondel und im Restaurant vor allem? Also eigentlich gut, sehr gut sogar, überraschenderweise sehr gut. Man hat auch gemerkt, dass viel mehr Leute in der Berger sind, weil sie halt nicht fliegen können etc. Also man hat schon gemerkt, dass mehr los ist. Verloren haben wir natürlich die ganze Veranstaltung, eine Hochzeit und so, was größere Dinge sind. Aber sonst ist es sehr gut gegangen und die Leute haben es ja wirklich, also da hat es nie ein Problem gegeben. Nicht einmal, dass man sagen muss, du, das geht so nicht. Also tipptopp. Grüß euch miteinander. Da das Gasthaus momentan zu hat, probieren wir ganz alte Rezepte von Mama und Papa aus. Zum Beispiel Knödel mit Kraut. Aber offen hat unser super kleines Skigebiet
und die Seilbahn. Koloffer, frische Luft tanken und genießen das Panorama. Habe die Ehre. Den Plan B haben wir dürfen umsetzen, dass wir bei unserem Partner, der uns eben hilft, diese Sendung aus der Gondel bundesweit zum Ausstrahlen, also die Krischberg-Seilbahn und Familie Zudrell, dass wir das da jetzt produzieren dürfen einmal, dass wir wieder ein bisschen schaffen können. Das freut mich ganz besonders. Wir sehen viel Sonne im Moment und die Sonne nützen ihr gewaltig. Ich komme jetzt da gerade auf ein tolles Projekt gleich mal zum Sprechen. Ihr nützen die Sonne im Silbertal. Für was, Jürgen? Für Photovoltaik. Also wenn es jetzt um die Energie geht. Und natürlich für Gäste, um sie herzuziehen in Silbertal und in Krischberg. Weil Sonne tut eben jedem gut. Und bei der Photovoltaik ist es so, dass wir jetzt den Plan haben, dass wir bei der Krischbergbahn versuchen, 100% vom Strom, was wir brauchen. Beim Panoramagasthof Krischberg haben wir das schon umgesetzt. Oder da ist das schon fast so, dass wir das abdecken können, auch bei der Krischbergbahn, dass wir das herbringen, dass wir die wirklich selber erzeugen, beziehungsweise schon als Ökostrom einkaufen. Also dass wir wirklich unseren Beitrag da für die Umwelt leisten, oder? Weil das ist ja genau unser Kapital, was wir haben, ist die Umwelt von dem Lebermeer und mit dem Lebermeer und damit das so erhalten bleibt. Da haben wir noch einen interessanten Gast in der Staffel, gell? Der wird uns über die Mission Zero wird er uns ein bisschen genaueres erzählen, was es mit dem auf sich hat. Jürgen, ihr habt jetzt das Glück, dass eure Seilbahn fahrt, weil ihr ein kleines Skigebiet dran habt. Erzähl mal ganz kurz, was uns da die Leute erwartet, weil, entschuldige Beistrich noch, ich darf da noch sagen, bleiben bitte dran, weil am Ende der Sendung gibt es Kuscheltage zu gewinnen im Panorama-Gasthof Krischberg. Und wie der da dazu kommt, das erklären wir euch dann am Schluss der Sendung. Wie läuft es mit dem Skigebiet ab? Wer kommt da her? Ihr seid ja eines der kleinsten Skigebiete Österreichs. Genau. Wie läuft es da ab? Genau. Also der Grund, warum wir eigentlich fahren, sind zwei. Einmal das, dass wir offen haben müssen, weil wir haben eine sogenannte Betriebspflicht. Genau. Das wissen ja viele auch nicht, weil immer alle meinen, die Bergbahnen haben das durchgesetzt, dass sie als einzige offen bleiben dürfen. Das stimmt also so nicht. Sondern sie haben eine Betriebspflicht wie ein öffentlicher Verkehr, den müssen fahren. Und das haben wir natürlich auch gegenüber den Bewohnern vom Krischberg kommen, dass die zur Arbeit gehen können, in die Schule gehen können und so weiter. Darum müssen wir eigentlich fahren. Also Versorgungsfahrten machen. So genau, ist eigentlich wie ein öffentlicher Nahverkehr funktioniert, ja, genau. Die Bahn. Das ist eine Position. Mhm. Und die andere Position ist natürlich, dass wir gesehen haben, weil wir eben ein kleines Skigebiet haben, klein, fein und sehr vielfältig, haben wir gesehen, wenn wir das natürlich denen Leute, und im Augenblick sind es hauptsächlich natürlich Einheimische und Vorarlberger, die Zeit gehen, dass sie das auch nutzen können. Und im Krischberg eben Skifahrer, Langlaufer, Winterwanderer, Schneeschuhlaufer, eben das volle Programm. Oder wir haben einen Tag wie heute, eben mit dem Liegestuhl, Anliegen, Zonen, Gnüsse und Zähle baumeln lassen. Sonne, Hansi Bandl hat das am Muttersberg auch ein Thema, Ökostrom und so Sachen? Sag mal so, wir machen zwar im Wasser schon mit Solar und alles schon seit längerem, oder? Ja, okay. Und jetzt, da hat Jürgen noch inspiriert, haben wir natürlich, jetzt haben wir gerade eine Berechnung machen, weil wir eine riesen Dachfläche und natürlich total viel Sonne. Wir möchten eigentlich auch den Strom selber erzeugen, so weit wie möglich. Und ich glaube, dass man da, also ich selber, ich bin jetzt kein Techniker, schätze mal 75% kommen immer mit der Bahn, sehen wir uns Gasthaus. Aber natürlich das Ziel wäre auch 100%. Und wir haben so eine große Fläche, ich glaube, dass wir das fast schaffen können. Aber es wird jetzt berechnet, da kann ich jetzt noch nichts dazu sagen, da würden wir in 2-3 Monaten mehr wissen. Und dann wird das natürlich auch nachhaltig umgesetzt, oder? Ja. Weil, wer richtig sieht, das ist unser Kapital da. Und das müssen wir schon schauen, dass wir das so gut wie möglich schützen können, oder? Ja. Was hast du für eine Umsetzungsphase oder eine Zeit, wo du siehst, dort möchte ich auf 100% sein? Also wir sind relativ schnell unterwegs, oder? Wir haben alles schon eingereicht und es läuft schon. Und wenn es optimal läuft, ist es in diesem Jahr abgeschlossen. Mit dem Motto von der Krischbahn, ja. Okay. Also wir sind schon länger, das ist so ein bisschen ein Thema von mir auch persönlich, was mich selber immer interessiert, ja, hat und das treibe ich natürlich voran. Und das habe ich von der Gesellschaft jetzt so die Finanzierung abgesegnet gekriegt, dass wir es umsetzen dürfen und darum wird es so in dem Jahr, also ich denke, dass wir 100% schon umsetzen, oder? Es könnte sein, wenn jetzt noch irgendetwas dazwischen kommt, dass wir vielleicht eine zweite Phase noch machen, aber spätestens 2022 sind wir auf dem Stand, wo wir auch hin. Und wenn ihr euch da drüber informieren möchten oder genauer gesagt vor Ort das euch einmal anschauen möchten, der ein wunderschöner Panorama-Erhol-Welt-Wohlfühl-Oase am Krischberg, dann könnte man euch empfehlen, machen doch beim kleinen Gewinnspiel mit. Es gibt da Kuscheltage zu gewinnen bei der Familie Zudrell im Panorama-Gasthof Krischberg.
Das in eigener Sache noch der Hinweis, es ist ein eigenes Gewinnspiel von der Familie Zudrell. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die E-Mail-Adresse, an die ihr ein originelles, nettes, lustiges Mail schicken, die blenden wir gerade die Adresse, schreibt mir ein nettes E-Mail, ein lustiges, kreatives, warum ihr gern die Kuscheltage gewinnen möchten. Und da haben wir dann ein paar Glücksgöttinnen im Haus, die dann sicher aus den E-Mails, die hoffentlich zahlreich Innertrudler werden, etwas aussuchen können. Und dann haben wir noch ganz zum Schluss für unseren Tiroler treuen Kunde aus dem Tirol, den Johann Schneeberger, eine ganz kleine Überraschung vom Hansi Bandl. Ja, da der Jürgen so nett ist und so und wir uns sehr einig werden, täte der Herr Schneeberger mit seiner Frau oder Lebensgefährtin, wie auch immer, auch zwei Tage einladen. Jürgen, schickst mir die Rechnung. Der muss nicht mitmachen am Gewinnspiel, weil das ist der eine Tiroler, der zuschaut und der behalten wir. Danke. Den tun wir ganz schön verwöhnen, auch den Herrn Schneeberger. Also, eine tolle Sache, war jetzt wirklich nicht abgesprochen. Wir haben jetzt aus dem Stegreif jetzt am Set entschlossen. Noch einmal vielen herzlichen Dank, die Zeit drängt schon wieder. Danke. Danke Jürgen und deinem Team für die tolle Geschichte da, Setaufbau immer perfekt unterstützt und begleitet. Hansi, vielen Dank für den Besuch. Danke auch. Auch die Unterstützung monetärer Seite von euch, dass wir wieder schaffen können, vielen herzlichen Dank. Und wir sagen danke fürs Zuschauen und wünschen euch einen schönen Tag vom Kirschberg. Ciao.